Job- und Karriere-Podcast von Bayer. Jedes Jahr in Deutschland über 500 Praktika, 100 Abschlussarbeiten, 4 Trainee-Programme, 30 Stipendien an 11 Standorten. Praktika und Einstiegsmöglichkeiten bei Bayer. Hast du eigentlich schon die Einladung für Oktober bekommen? Ja, habe ich bekommen. Ach, guck mal, das müsste ja eigentlich sein. Hallo Waldemar. Hi. Hallo zusammen. Na, wie geht's? Ja, sehr gut. Ja, hört sich doch gut an. Und, wie läuft das Praktikum bei euch? Ausgezeichnet, würde ich sagen. Also, wir sind seit 4 Monaten hier. Julia Gruppe. Alter 25 Jahre. Studiengang Pharmazie. Hochschule Universität Münster. Derzeit praktisches Jahr bei Bayer Vital. Formulierungsentwicklung für neue Arzneistoffe. Lisa Surenbrock. Alter 24 Jahre. Studiengang Pharmazie. Hochschule Universität Münster. Derzeit praktisches Jahr bei Bayer Healthcare. Genau. In welchen Bereichen man eingesetzt werden kann. Waldemar Lettner. Alter 27 Jahre. Studiengang BWL. Hochschule, Fachhochschule Köln. Diplomarbeit bei Bayer Technology Services. Derzeit Trainee bei Bayer Material Science. Seid ihr denn in der gleichen Abteilung oder im gleichen Bereich tätig jetzt? Nein, also ich bin in der pharmazeutischen Technologie, also in der Formulierungsentwicklung für neue Arzneistoffe und bin da auch sehr gut integriert in verschiedene Projekte, zum Beispiel auch in Klinikmusterfertigung und in sehr moderne Arzneiform. Ja, und ich mache im Prinzip was ganz anderes. Ich bin im Marketing, also mehr in deinem Gebiet eigentlich. Betreue da auch eigene Projekte, macht unheimlich Spaß, komme gut zurecht mit meinen Mitarbeitern. Ja, das ist ja wirklich interessant, weil ihr studiert ja eigentlich das Gleiche und trotzdem seid ihr in unterschiedlichen Bereichen tätig. Genau. Also das ist halt das, was Bayer eigentlich ausmacht, ne? Diese Vielfältigkeit. Praktika sind bei Bayer in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften möglich. Ebenso die Formulatur, das praktische Jahr, das Rechtsreferendariat sowie Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten. Genau. Ja. Das hört sich ja super an. Also bei mir fing es ja so ähnlich an mit einem Praktikum und dann ging es halt immer weiter. Praktikum, dann Diplomarbeit und jetzt mache ich das Trainee-Programm bei Bayer Material Science im Bereich Controlling Accounting. Ja. Folgende Programme werden angeboten. Das Graduate Development Program, die Bayer Healthcare Trainee-Programme für International Management sowie Marketing und das International HR Trainee Program. Und so sieht man, wie man halt vom Praktikum sich entwickeln kann. Und hast du nach deinem Trainee-Programm auch noch weitere Sachen geplant oder also, während des Trainee-Programms? Ja, und das Programm dauert 18 Monate. Mhm. Ja. Und ich bin jetzt momentan im dritten Monat und plane jetzt so langsam einen Auslandsaufenthalt. Ist halt interessant. Ist das immer geplant in so einem Trainee-Programm, dass man noch ins Ausland geht? Ja, also es ist fest in diesem Programm eingeplant, dass man für 2 bis 3 Monate ins Ausland geht. Und bei mir stehen jetzt 2 Möglichkeiten offen. Das ist Pittsburgh und Shanghai. Das ist ja super. Ja, finde ich auch. Also es ist eigentlich eine super Möglichkeit, wirklich mal auch andere Länder und wirklich auch andere Standorte mal kennenzulernen. Und da bietet sich das in diesem Programm wirklich an. Meinst du denn, dass auch für Naturwissenschaftler jetzt die Möglichkeit besteht, dass man ins Ausland geht oder so ein Programm, wie du das jetzt durchläufst? Gibt es da nicht dieses International Management Program? Ja. Und das müsste sowas sein, wie dieses Trainee-Programm? Das hört sich interessant an. Also Bayer bietet halt unterschiedliche Programme an. Und wie du schon gesagt hast, gibt es halt von Bayer Healthcare die Möglichkeit, auch für Nicht-BWLer so ein Trainee-Programm zu machen im Bereich Vertrieb und Marketing. Man sieht bei dir, du hast eigentlich Pharmazie studiert oder studierst noch und bist jetzt im Marketingbereich. Ne? Also man sieht, wie vielfältig eigentlich die Tätigkeitsgebiete hier bei Bayer sind. Was noch als Möglichkeit gegeben ist, ist, wenn man während des Studiums zum Beispiel ein Stipendium bekommt bei Bayer, das gibt es ja auch. Die Bayer Science and Education Foundation vergibt Stipendien im Bereich Ingenieur- und naturwissenschaftlicher Fachrichtungen sowie Pharmazie. Die Karl-Duisberg-Stipendien für Mediziner und Medizinerinnen sowie die Kurt-Hansen-Stipendien für naturwissenschaftliche Lehramtsstudierende und Lehrkräfte. Also es gibt halt wirklich viele Wege, die halt zu Bayer führen und Praktikum oder Stipendium oder vielleicht eine Diplomarbeit sind so die ersten Punkte oder Berührungspunkte, die man dann mit Bayer haben kann, um dann später eventuell dann hier... Wirklich schön, ja. Sehr vielfältig. Ja.
Habt ihr denn noch was vor? Sollen wir noch zusammen essen gehen? Ja, können wir gerne machen. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Ja, dann machen wir doch. Weißt du denn zufällig, an wen man sich da wenden muss? Wenn auch Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an HR Direct Hotline. Telefon 0214 30 99 779. Weitere Infos unter www.mybuyerjob.de.